Leipziger sind mit dem neuen Busnetz zufrieden. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe am Montag mitteilten, gibt es bisher hauptsächlich positive Reaktionen auf das neue Busnetz, das die LVB zum 10. Oktober eingeführt hatten. Derzeit gäbe es noch kleinere Probleme mit der Pünktlichkeit, dies liege jedoch hauptsächlich an Straßenbauarbeiten. Damit ziehen die LVB vorläufig ein positives Fazit. Also die Neuerungen, die wir jetzt im Oktober eingeführt haben, stellen erstmal so einen gewissen Abschluss unserer Planungen dar. Wir arbeiten noch an weiteren Projekten, die jetzt aber nicht in der Dimension sind wie die Neuerungen im Oktober. Eines dieser Projekte ist die SMS-Auskunft. Damit sollen Fahrgäste auch ohne elektronische Anzeigetafeln jederzeit erfahren können, wann eine Bahn fährt.